Liebe Freunde der paradoxen Strategie, da sind wir wieder. 1. Mai 1817 ist es. So ist die Gesamtlage in Europa. Es gibt nach wie vor die großen Auseinandersetzungen zwischen den Machtblöcken. Und nach den Provinzen ist die französische Allianz zwar vorne, aber nicht nach den Kriegspunkten, dafür die britische. Ich bin mal gespannt, in was für einem Frieden das endet, aber vor allem hoffe ich, dass dieser Frieden noch nicht zu schnell stattfinden wird. So, und hier ist die Situation so, dass die Russen Memel belagern mit einer mächtigen Armee, aber wir ihre Nachschubwege abgeschnitten haben und ihnen hoffentlich dadurch einige Verluste hinzufügen. Und hier ist unsere schlimm geschlagene Armee, die vor den Mauern von Kovno abgeschlachtet wurde, zumindest 8.000, 9.000 Mann. Die befindet sich nun auf dem Rückmarsch nach Taurocken, aber wir lassen das nicht auf uns sitzen. Ich werde hier jetzt ein anderes Kaliber dorthin beordern, nämlich von Bülow mit der ostpreußischen Brigade. Und er wird hoffentlich erfolgreicher sein bei der Belagerung Kovnos, die wichtig ist, weil sie fast 6.000 Mann Mannstärke für die Russen zur Verfügung stellt. So, und hier unten ist offenbar gar keine Russe mehr. Und insofern, ja, da warten wir dann einfach ab, ob wir hier erfolgreich Brest-Litovsk belagern können. Die Gegner sind zahlreich, insofern verbietet sich hier natürlich eine Belagerung absolut. So, und hier ist Blücher auf dem Weg nach Jönköping, wird aber voraussichtlich zeitgleich ankommen. Ich glaube, das heißt, dass der Gegner fliehen kann, und das ist aber nicht so dramatisch. Diese 1200 Mann, die werden wir dann auch andermal und dann später mal... Nein, uns ist es gelungen. Sehr schön, und wir haben sie natürlich überrannt. Und jetzt werden wir Göteborg von den Russen befreien, und dann ist Schweden wieder in unserer Hand. Und wir können langsam in die Offensive gehen. So, dann sollte die Armee mal den Platz hier einnehmen. Ich glaube, sie kann dort auch, ja, sie wird dort versorgt und hier wird sie auch versorgt. Welche Armeen haben denn Verlustquoten? Diese noch. Ja, die zweite sächsische Armee, die so erbärmlich geschlagen wurde. Die können wir jetzt wirklich nur so als Hilfsarmee noch irgendwo einsetzen. So. Die ziehen wir natürlich absolut zurück. Und gut, hier ist alles soweit in Ordnung. Hier auch. Und hier... Ja, Memel. Memel wird wahrscheinlich nicht mehr so lange aushalten. Aber vorher ist erstmal Vendava dran. Und dann wird die russische Armee hier runterkommen und uns hier mit ziemlicher Sicherheit forttreiben. Und die Versorgungsblockade hier wieder schließen, vermute ich mal, dass das so laufen wird. Okay, aber zumindest sind wir hier gleich in Kovno angekommen. Und jetzt belagern wir Göteborg, und da sind nur 660 russische Soldaten. Und das ist aber auf jeden Fall der richtige Moment. Oh Gott, was sehe ich denn da? Eine riesige russische Armee. Oha. Insofern ist es nötig, dass wir sofort diesen Sturmangriff machen. Und hoffentlich auch die Russen besiegen. Jawohl. Und jetzt ist Göteborg befreit, aber wir haben ein Problem. Und dieses Problem nennt sich Bagration, so heißt der General dieser ersten russischen Armee. Und da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich machen soll, weil die werde ich so nicht einfach besiegen. Die Frage ist, ob ich mich jetzt hier in irgendeine Stadt oder eine Festung zurückziehe, nach Malmö. Ich meinte mit etwas Glück hinter einem Fluss. Aber so einfach wird es nicht gehen. Hier unten ist kein Fluss mehr. Das ist jetzt wirklich übel. Insofern, schwer zu sagen, was jetzt die richtige Maßnahme ist.
Wirklich schwer zu sagen. Na, bewegen wir uns mal in Richtung des Flusses und hoffen. Oh, Memel ist nach 39 Tagen erobert. Ja, warum stehen hier 1800 Mann Stadtgarnison so rum? Die wird wahrscheinlich jetzt völlig aufgerieben, das ist ganz klar. Okay, dann können wir diese Aktion jetzt auch schon mal sein lassen. Und die Kavallerie gehörte zur sächsischen Armee, daran konnte ich mich noch erinnern. Und die Kavallerie können wir jetzt erstmal zurückziehen. Insofern ist die Frage, ob es jetzt so klug war, nun Kovno zu belagern. Aber gut, das wird sich zeigen. So, und Memel sind jetzt erstmal die Stadtmiliz erledigt worden. Und jetzt stehen wir nochmal vor Kovno und werden natürlich jetzt nicht... Oh, jetzt sind es hohe Erfolgsaussichten, ja klar. Na klar sind es jetzt hohe, weil wir jetzt deutlich mehr Mann dort haben. Aber... Ja, das sitzt einfach zu tief, diese Erfahrung. Ich werde jetzt keinen Sturmangriff befehlen. Ich werde keinen Sturmangriff befehlen. So, Brest-Litovsk, das dauert auch noch ziemlich lange. Ja, hier oben wird es auch knifflig. Hier oben wird es richtig knifflig, weil Blücher nun absolut allein ist. Und ich... da auch jetzt keinen Entsatz hinschicken kann und sie marschieren natürlich auf Jon Schöpping. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Insofern bleiben wir jetzt erstmal da stehen. Vielleicht kommen sie dann von Süden. Vielleicht wollen sie uns erledigen. Mal sehen. Oh, jetzt wollen wir mal gucken. Plung ist die Marschrichtung. Insofern war es das. Wir können diese Belagerung abbrechen. Die wollen auf jeden Fall nach Kovno. Und da haben wir natürlich keine Chance, deswegen nix wie weg. Und was macht jetzt die Sachsen? Die gehen ganz frech nach Memel. Die sind ja wirklich knallhart. Die Jungs, ach, das ist immer so lästig. Klick auf die gegnerische Armee, da springt man dann zur Hauptstadt. So, jetzt müssen wir mal aufpassen hier. 23. Mai, Kovno. Und wir sind am 21. Mai, Gott sei Dank, weg. Gott sei Dank. Jetzt jagen sie uns mit ihren 120.000 Mann und das wird eine schwierige Sache. Prophezei ich schon mal. Da kann ich eigentlich nur mit geballter Armeestärke gegen ankommen. Was passiert hier? Jon Schöpping wird belagert und Österreich ist aus dem Krieg ausgeschieden. Und sie geben ziemlich viele Provinzen an Frankreich ab und Frankreich bekommt sogar 20 Prestige. Und sie verlieren die Kontrolle über Florenz an Toskana. Okay, und die Osmanen müssen Split zurückgeben. Jetzt schauen wir uns dann doch mal die Karte an und hier hat sich Frankreich weiter ausgedehnt. Also Österreich musste richtig federn lassen. Und jetzt ist da auf der anderen Seite eigentlich nur noch, naja, Großbritannien und die Osmanen. Ne, nee, Quatsch. Jetzt bin ich selber völlig verwirrt. Nee, auf der anderen Seite ist nur noch Großbritannien. Die Osmanen kämpfen natürlich auf französischer Seite. Tja, bloß wie, was machen die Franzosen gegen die Briten, wenn sie da nicht hinkommen? Das ist... das Problem, das wir alle haben mit den Briten. Und ich bezweifle, dass die Franzosen dafür eine Lösung finden werden. So, jetzt ist es wichtig, was hier passiert. Das ist jetzt sehr wichtig. Sie gehen nach Kovno. Und wir müssen jetzt irgendwie es hinkriegen, eine... Einkesselung dieser 122.000 Mann hin zu schaffen. Und hier oben wird es auch spannend. Gut, sie belagern jetzt erstmal Jon Schöpping. Da kann ich nichts gegen tun. So, jetzt geht's tatsächlich... Nee, gegen Priena. Jetzt marschieren sie wieder hier an der Seite lang. Und
die 7000 Sachsen tatsächlich stürmen jetzt Memel und die Russen haben tatsächlich nur 79 Mann zurückgelassen. Das ist natürlich spitzmäßig. Aber jetzt ist die spannende Frage, was passiert mit den 121.000? Und die nächste spannende Frage ist, können wir hier diese 18.600, die jetzt da alleine sind, nicht möglicherweise erledigen mit unserer Armee? Ich glaube, diese Gelegenheit nutze ich und unsere Flotte bringe ich dort auch hin. Vielleicht hilft das der Stadt in irgendeiner Form. Das wäre ja nochmal spannend. Und hier müssen wir uns möglichst fernhalten. Ah ja, die kann ich wieder zusammenlegen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo die hingekommen ist. Hat er die in die Reserve gemacht? Torgaus 4. Regiment. Da. Die war in der Reserve und da soll sie auch wieder hin. Okay. Gut. Ja, hier passiert nicht viel. Wichtig sind... Was ist hier? Ah, es ist schon zu spät. Vendava ist verloren an Russland. Nach 50 Tagen. Aber egal, die Armee ist ja dort. Und Memel ist wieder in unserer Hand. Die Sachsen haben es echt gerissen. Das ist natürlich ein Witz. Und die Russen marschieren weiter nach Prinai. Und vermutlich bewegen sie sich irgendwie südwärts. Vielleicht wollen sie hier Brest-Litovsk befreien. Das kann natürlich sein. Tja. Und hier ist die große Frage, habe ich überhaupt eine Chance gegen die? Die haben ja offenbar hier nicht mal Verlustquoten. Ich meinte, ich kann mich mal so ganz provokativ auf die andere Flussseite stellen. Und hoffen, dass sie mich tatsächlich angreifen. So, und ich befürchte hier, diese Aktion mit Brest-Litovsk war echt ein Rohrkrepierer. Weil sie jetzt hier runter marschieren. Das befürchte ich wirklich. Und ich marschiere aber auch runter. Das erscheint mir jetzt nötig. Ja, die können mal dort hin. Tja, und hier ist die Frage, breche ich die Geschichte jetzt ab? Ja, ich breche sie ab, es bringt nichts. Hier sind immer sowieso 10.000 Mann da stationiert. Es war sowieso eine Schnapsidee. Die Verteidiger waren zu viele. Es hilft nichts. So, wir schauen jetzt mal... Oh, haben sie... Nee, sie haben nicht die Richtung geändert. Und hier sind jetzt die 18.600, die jetzt nach Lieb Bava marschieren. Sehr schön. Und wir begegnen ihnen. Ich hoffe, das wird was. Das ist eigentlich wirklich eine gute Gelegenheit, die von der Hauptarmee getrennte kleinere Armee zu erledigen. So, Libava wird belagert, aber wir kommen jetzt und entsetzen Libava und da fliehen sie schon, aber wir sind vorher da. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Okay, und wie sieht es hier aus? Unverändert. So, jetzt kommt es, glaube ich, gleich zur Schlacht in Libava. Nein, warum kommt es nicht zur Schlacht? Weil sie hier sich dem entziehen können. Oh, jetzt klicke ich damit so rauf. Das ist ja unerhört. Naja, reden wir nicht weiter. So, Grodno. Ich bin gespannt, wo die jetzt hinmarschieren. Ah, jetzt kommt es doch noch zur Schlacht. Na, perfekt. Sehr gut. 37.600 gegen 18.000. Wie sieht es aus mit den Generälen? 3-2-2. Der ist ganz gut, der Scherbatow. Aber wir sind besser. Das sieht man sofort. Und hohe Verluste auf der Gegenseite. Oh, ja, ja, ja. Hohe Verluste, aber ich darf auch nicht vergessen, was hier passiert. Grodno. Und die Armee haut jetzt ab aus Brest-Litovsk. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Erste sächsische Armee, zweite sächsische Armee.
Habe ich die geteilt oder was war das? Ach nee, das ist ja genau, ich habe die geteilt, ja. Ich bin jetzt selber verwirrt. So, hier, das war aber wieder mal ein großartiger Sieg. 2000 gegen 16.000. Sehr schön von Tiedemann. Du hast deine Arbeit sehr gut getan und ich denke mal, wir nutzen die Gelegenheit und werden, wenn da war, uns wieder zurückholen. Das ist, glaube ich, jetzt die richtige Maßnahme. Und wie sieht es hier oben aus? Hier oben sind 44.000 Mann, an die ich nicht rankomme. Da kann ich einfach nichts machen. Wo wollen die jetzt hin? Nach Kobrin? Keine Ahnung. Was machen die da? Haben die noch anderen Kriegsgegner? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Nein. Ihr Gegner sind nur die Preußen und Sachsen. Insofern ist es jetzt wirklich die Frage, wo die jetzt hinmarschieren. Aber uns kann es egal sein. Wir gehen hier weiter noch im Norden vor. Das ist gut. Dann kommen sie so schnell da nicht hin. Und hier nutzen tatsächlich wieder Schweden die Gelegenheit, um nach Halmstad zu marschieren, wahrscheinlich um Malmö zu befreien. Sollen sie das tun? So, die sind weg jetzt. Die Riesenarmee ist weg. Und 7.000 Mann sind, oder 8.000 Mann sind auf dem Weg nach Samosch. Und dann gehen wir da auch hin. Liebe Leute, was für ein Hin und Her, sage ich da. So, sind wir hier bald in Vendava? Das wäre mal nett. Jawohl. Und da sind nur 151 Mann und deswegen wird es sofort zum Sturmangriff kommen auf Vendava. Und der ist auch ohne Verluste erfolgreich gewesen. Sehr, sehr gut. Und jetzt würde ich sagen, marschieren wir, wo wir hier schon mal im hohen Norden sind, marschieren wir einfach mal weiter. Marschieren wir weiter und vielleicht nach Riga. Aber mit dem kleinen Umweg hier oben und dann dorthin und die Flotte setzen wir wieder in die Bucht von Riga hinein. So, und was wollen jetzt die Schweden tun? Sie sind jetzt hier immer noch nicht in Halmstad. Ah ja. Die Russen sind in Zamosch, hauen jetzt aber wieder ab, weil wir kommen, aber sind nicht rechtzeitig weg. Das ist auch wieder prima. Ja, und wir können uns jetzt auch weiter südlich begeben nach Malmö und den Schweden folgen. So. Sind wir hier vorher? 14. Juni, 15. Juni. Ja, das könnte auch noch was werden. Jetzt müssen wir nur, oh, hier sind die 128.000. Und ich glaube, es war keine so gute Idee, jetzt nach Zamosch zu marschieren. Ja, weil sie dann von dort wahrscheinlich. Nee, das geht nicht. Wir müssen die Geschichte abbrechen. Das geht nicht. Und hier müssen wir unbedingt nachziehen. Sonst könnte es schwierig werden. So, hierhin. Alles klar. Und ihr marschiert hier oben weiter. Gut. Jetzt haben wir eine Armee hier in Schweden, eine hier oben operierend und vier bzw. fünf Armeen da unten im Süden. Na gut, ob das gut geht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall erwischen wir hier noch die 2500 Mann und können sie auch komplett vernichten, was gut ist, was auf jeden Fall gut ist. So. Ja, das heißt am Ende, wir sind bei Russland. 25% ihrer Mannstärke ist wieder auf Null. Unsere natürlich auch. Und die Schweden, kriegen wir die langsam in die Knie? Sie haben immer noch 34.000 Mannstärke, immerhin. Aber ihre Kriegsbelastbarkeit
sinkt. Das ist ein erster kleiner Erfolg. Und die Armeegrößen? Naja, Russland ziemlich unverändert und wir weit, weit dahinter. Aber dafür schlagen wir uns eigentlich ganz gut. Die Frage ist nur, geht das überhaupt irgendwann siegreich für eine Seite aus oder ist das ein unendliches Hin und Her, ein Kampf, der kaum zu gewinnen ist? Man weiß es nicht. Warum habe ich eigentlich diese Bewegung? Ach ja, natürlich. Wegen der großen Armee hier in Brest-Litovsk. Ja, liebe Leute, okay. Also, es bleibt spannend. Sowohl hier in Schweden als auch an der Ostfront sieht die Lage nicht mehr so rosig aus. Wir haben hier doch ganz schön zu knabbern und stehen an beiden Seiten überlegenen Armeen gegenüber. Aber es ist mir einfach zu fett, jetzt hier eine weitere Armee nach Schweden zu beordern, um mit den Russen klarzukommen. Das ist zu viel des Guten. Ich weiß auch nicht, wie wir aus der Nummer am besten wieder rauskommen werden. Mal sehen. Das bleibt heute offen. Das wird vielleicht das nächste Mal geklärt. Auf jeden Fall müssen wir uns dann damit ernsthaft beschäftigen. Aber bis dahin wünsche ich euch schöne Tage. Macht es gut. Bleibt mir und dem Kanal treu. Ich freue mich über euer zahlreiches Schauen und eure Feedbacks. Bis bald. Euer Steinwallen.